Endlich darf ich wieder meinen Koffer fürs Disneyland Paris packen. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Und zwar in diesem Video geht es darum, was ich alles in meinen Koffer packe fürs Disneyland Paris. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht bei Instagram und ja, die meisten wollten sehen, was ich alles in meinen Koffer packe fürs Disneyland Paris. Wir sind ja jetzt die nächsten Tage dort, das heißt, es werden täglich Vlogs kommen. Schaut gerne mal vorbei die nächsten Tage und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert doch gerne meinen Kanal. Und drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch kein neues Video. Weil, ja, wie gesagt, in den nächsten Tagen kommt ganz, ganz viel Content. Und ich zeige euch jetzt in diesem Video, was ich also einpacke an Outfits, was in meinem Rucksack ist für tagsüber. Und wir sind ja 4 Tage da. Und ich habe schon so 5, eigentlich schon 6 Outfits. Passt nicht so gut zusammen, ne? 4 und 6. Aber an einem Tag werde ich wahrscheinlich 2 Outfits anziehen. Weil ich muss sagen, über die letzten Monate während des Lockdowns hat sich so viel Neues angesammelt. Und ich muss sagen, ich finde die Outfits wirklich nahezu perfekt. Jedes Outfit ist wirklich nahezu perfekt. Ich liebe jedes einzelne Outfit und ich kann es kaum erwarten, diese im Park zu tragen. Ich hätte auch noch 10 weitere Outfits zusammenstellen können, weil, wie gesagt, in den letzten Monaten hat sich so viel angesammelt. Zum Glück ist es relativ warm für Spirit Jerseys, deswegen meine ganzen neuen Spirit Jerseys kann ich diesmal nicht mitnehmen. Ich werde mir aber einen neuen vor Ort kaufen, das werdet ihr dann in den Vlogs sehen, denn es gibt ganz, ganz viel neues Merchandise, also nicht verpassen. Aber wir legen jetzt mal los. Und ich zeige euch erstmal mein erstes Outfit für Tag 1. Ja, das Outfit besteht eigentlich schon wieder fast eigentlich schon aus 2 oder 3 Outfits. Ich bin nämlich noch unentschlossen bei dem T-Shirt. Aber ich zeige euch erstmal den Schmuck, weil der ist auch angepasst. Und zwar einmal hier diese Mickey Mouse Ohrringe, das sind so Kreolen. Und dieses schöne Armband von Pandora. Das hat mir mein Freund letztes Jahr geschenkt. Und es ist sehr, sehr schön. Also das ist für das erste Outfit. Der Schmuck ist jetzt übrigens hier auf so einem kleinen Höckerchen. Dann eben schon erwähnt, es gibt einen neuen Spirit Jersey. Den Pride Spirit Jersey. Der ist weiß und hat kunterbunte Schrift. Hinten Disneyland Paris stehen mit Figuren unten. Und deswegen nehme ich meine neue Bauchtasche mit. Die Pride Bauchtasche in schwarz. Ich finde, also, ne, passt perfekt. Dann einen schwarzen Rock, den habe ich von Shein. Ich habe viele Röcke von Shein und die sind super günstig, aber die passen zu so vielen Sachen. Dann natürlich die Pride-Ohren, passend zum Jersey. Und bevor ich ja dahin fahre, muss ich ja noch was anderes anziehen, weil, ne, den kaufe ich ja erst vor Ort. Das heißt, ich habe eine Auswahl aus 2 T-Shirts. Entweder, oder ich nehme beide mit und ziehe mich mal um. Könnte bei mir auch passieren. Also entweder dieses T-Shirt hier, weil das passt eigentlich so gut für den ersten Tag. Please return to Disneyland mit den Ohren. Also, gefällt mir schon sehr gut. Oder das T-Shirt, also immer mit dem schwarzen Rock von eben, ne? Oder das T-Shirt, das ist auch der Preis dran. Oder das T-Shirt mit dem schwarzen Rock und halt dann entweder diesen Ohren oder komplett schwarze Ohren. Ich kann mich wieder nicht entscheiden, ne? Man hat so viel Kram. Als Jacke drüber ziehe ich hier diese Jeansjacke an. Die weiße Jeansjacke, da sind überall Mickey und Mini-Köpfe drauf. Die war mal von Forever 21, glaube ich. Die habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, gekauft. Liebe sie abgöttisch. Und dann natürlich die passenden Masken. Schwarze Einwegmasken und in Frankreich ist es so, man darf medizinische Maske, FFP2-Masken tragen oder zertifizierte von Frankreich zertifizierte Stoffmasken. Das ist bei denen natürlich nicht der Fall, die ich hier habe. Aber was man machen kann für Fotos ist, man zieht die Einwegmaske an und zieht dann fürs Foto die drüber. Das geht natürlich, weil, ne, ich finde die schon sehr cool für Fotos. Ich gucke mal, ob ich es mache, ob ich sie mitnehme. Und dann noch die passenden Schuhe. Genau,
Das sind die hier. Das ist ein Outfit für Tag 1. So, ich zeig euch jetzt noch Tag 2. Also ich weiß jetzt nicht, ob die nächsten Outfits, ob wirklich 2, 3 und 4 so nach der Reihe kommen. Tag 1 ist auf jeden Fall fest. Aber was ich genau an den nächsten Tagen anziehe, weiß ich, aber die Outfits stehen. Also zweites Outfit zeige ich euch jetzt noch und dann kommen wir zu ein paar andere Sachen, was ich noch mitnehme. Also damit es nicht so langweilig ist, nur Outfits und dann ne, das andere. Aber erstmal zweites Outfit, da habe ich auch schon, kann ich mich auch schon wieder nicht entscheiden, welche Ohren. Aber beim Outfit bin ich da relativ fix. Also da gibt es auch nur ein Outfit an dem Tag. Und zwar, das kennt ihr aus meinem Haul, das Cinderella-Oberteil. Ne? Mit dem passenden Rock. Wie gesagt, wenn ihr meine Hauls kennt, kennt ihr die Sachen auch. Der passende Cinderella-Rock. Eine einfache Jeansjacke in Weiß. Ich weiß auch noch nicht, wie die Temperaturen werden. Deswegen nehme ich auch eine Jeansjacke mit oder einen leichten Cardigan. Weil man guckt dann jetzt aufs Wetter, aber man weiß wirklich nicht, wie es nächste Woche wird. Deswegen habe ich für alle Eventualitäten alles dabei. Das ist der Vorteil, wenn man mit dem Auto fährt. Ja, dann Ohrringe. Und zwar hier diese Cinderella-Ohrringe habe ich mir mal gekauft. Das sind eigentlich nur so große Kreolen mit einer Glocken, also mit so einer Uhr. Aber das ist von der Cinderella-Kollektion gewesen. Dann natürlich die passenden Masken, rosa Einwegmasken. Und jetzt habe ich noch die Prinzessin-Maske, gegebenenfalls zum Drüberziehen, für Fotos. Ja, dann als Tasche muss natürlich der passende Cinderella-Rucksack mit zu dem Rock. Perfekt, würde ich sagen. Also, ne? Und da hier nicht so viel reinpasst in den Rucksack, ich weiß auch nicht, ob ich dann noch den großen mitnehme oder nicht. Ich bin auch sehr unentschlossen. Aber als kleine Handtasche würde ich noch hier die mitnehmen. Ist aber eine rosa Tasche von Michael Kors. Passt auch ganz gut dazu. Ob ich jetzt großen Rucksack, Loungefiller-Rucksack und das mitnehme, weiß ich noch nicht. Aber ich nehme schon mal alles mit, just in case. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Ohrenproblem, was ich habe. Ich weiß nämlich nicht, welches Paar Ohren ich zu diesem Outfit anziehen werde. Entweder sind es die oder die oder die oder wird's der Hut. Also, ich muss mal die Girls fragen, was sie sagen. Ich werde wahrscheinlich alle mitnehmen und dann die Girls fragen, welche Ohren oder ob der Hut vielleicht sogar passt. Soll ich mal für euch aufsetzen? Mit der Frisur geht das. So. Das ist der Hut. Ich weiß noch nicht. Ich kann mich noch nicht so entscheiden. Aber das wäre Outfit Nummer 2. Schuhe werden wahrscheinlich... Was habe ich denn da für Schuhe ausgesucht? Ich glaube, weiße Chucks werden. Die habe ich aber noch nicht rausgesucht. Ah, die kommen noch per Post. Weil meine Chucks sehen mittlerweile sehr gebraucht aus. Und ich wollte weiße, neue, frische Chucks. Und Chucks passen ja eh zu ganz, ganz vielen Sachen. Kommen wir weiter zu anderen Sachen, die ich noch mitnehme. Und zwar Fusselrollen. Ja, Brina wollte, dass ich Fusselrollen mitbringe. Deswegen einmal Fusselrollen. Kann man ja immer gebrauchen. Dann einen Regenschirm. Ich packe ihn nur in den Koffer. Wirklich, falls die Wettervorhersage sagt, Regen. Also immer einen Schirm dabei haben. So klein, wie es geht. Dann, wer weiß, was das ist. Das ist ein Bademantel. Eine Bademantelschnur. Und die Mädels wissen vielleicht, wofür ich das benutzen werde. Genau, um mir Locken zu machen. Also ich werde nur meinen Föhn mitnehmen. Ich habe auch noch eine Liste von den Sachen, die nicht hier liegen, weil ich sie noch im täglichen Gebrauch gebrauche. Aber um mir Locken zu machen, werde ich jetzt keinen Lockenstab oder so was mitnehmen. Ich mache mir diese Bademantellocken. Brina ist da ja total drin. Ich habe mir die auch schon 2, 3, 4 Mal gemacht. Und man macht das abends halt rein in das fast trockene Haar, lässt es über Nacht drin und dann hat man schöne Locken. Falls ihr mal ein Video dazu haben wollt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Dann lässt sich das bestimmt irgendwann mal realisieren. Deswegen einmal
ein Bademantel-Dings. Und ja, erstmal ein Pyjama. Ich habe jetzt hier mein Bambi-Pyjama von Primark. Also, ne? Meine Unterwäsche zeige ich euch jetzt nicht. Ne? Also, das ist, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Also, natürlich Unterhosen, Socken und BHs. Die sind natürlich auch noch dabei. Outfit Nummer 3 hat auch mit Cinderella zu tun, weil wir Mädels wollten auch bounden. Und ich mache ein Cinderella Bound, aber mit Ohren und gethemtes T-Shirt. Das mag ja Brina. Also, Brina macht das Bounding anders. Zum Thema Bounding hoffe ich, dass ich auch mit Brina noch ein Interview machen kann nächste Woche. Mit Moni fragt. Weil ich möchte sie gerne zum Thema Bounding interviewen. Dann werden wir das Thema auch nochmal ausführlich besprechen. Aber ich bounde sozusagen als Cinderella. Und zwar einmal mit diesem wunderschönen T-Shirt. Das habe ich ja letztes Jahr im Disney Store in Paris im Sale gekauft. Das ist wirklich wunderschön. Dann dazu der passende blaue, da ist auch noch der Preis dran, ist auch neu. Dazu der passende blaue Plissé-Rock. Ich liebe diese Farbe hellblau. Dann diese Ohren haben jetzt direkt nichts mit Cinderella zu tun, aber ich finde sie wunderschön und die Farbe passt ja natürlich auch. Dann dazu, eigentlich nur für Fotos, weil hier passt nichts rein, diese Cinderella-Buchtasche. Die ist von Aldo. Und wie gesagt, da passt vielleicht meine Jahreskarte rein. Ich mach's mal auf, wenn ich's aufkriege. Ah ja, also, ne, da passt vielleicht meine Jahreskarte rein, aber ich werde es hauptsächlich im Rucksack haben für Fotos, weil dafür ist es ganz hübsch. Natürlich dann die passenden Masken in Blau, die Standard-Medizinmasken. Und dann habe ich hier noch passenden Schmuck. Genau, das ist von Pandora. Das ist nicht, was da draufsteht, das ist Pure Lace. Von Pandora die Cinderella-Kollektion. Also der Ring, die Ohrringe und die Kette mit Kutsche und blauen Steinchen. Also passt auch super. Dann blaue Bootsschuhe von Tamaris. Und dann habe ich jetzt wieder zwei Jacken. Entweder die Cinderella-Jeansjacke von EMP, wenn es etwas kühler werden sollte. Oder wenn es etwas wärmer wird, dann einfach nur ein blauer Cardigan. Die hat mir jetzt Brina im Primark mitgebracht. Einfach nur so drüber ziehen, weil man sich eh später wieder auszieht, wenn es warm wird. Und als kleine Tasche, also ne, die eben, das Buch wird nur für Fotos genutzt, als Tasche für mein Geld, Geld, Jahreskarte und so. Also alles, was ich gerne an mir habe und nicht im Rucksack. Ich habe immer gerne entweder eine Bauchtasche oder eine extra kleine Handtasche um. Habt ihr ja bereits gesehen, dass ich immer großen Rucksack, zeige ich euch noch, großen Rucksack dabei habe und dann halt eine Umhängetasche oder eine Bauchtasche. Für das Outfit wird's, ich traue mich schon gar nicht, die zu zeigen, die Prada-Bauchtasche. Ja, das ist so eine Tasche, die kann man entweder als Bauchtasche tragen oder auch als Umhängetasche. Aber für den Rock finde ich ganz schön, wenn hier die so am Gürtel hängt. Kommen wir zu was anderem wieder. Und zwar einmal einen Turmbeutel. Da kommt immer meine Dreckwäsche rein, damit ich zu Hause nicht so viel zu sortieren habe. Ist auch mal ganz praktisch. Dann, das soll stellvertretend für mein Make-up stehen. Denn mein Make-up tue ich hier rein. Und das ist sehr praktisch, weil man kann das so zuziehen und dann halt, ne, verschließen. Und dann hat man sein Make-up hier drin. Und wenn man sich dann schminkt, kann man das einfach wieder aufmachen. Man hat das dann griffbereit, alles so schön. Und dann, wenn man fertig ist, kann man es wieder zuziehen. Genau, kann ich euch gerne unten verlinken. Gibt es bei Amazon. Finde ich sehr praktisch und gar nicht teuer. Und ich habe hier so ein Flamingo-Design. Ja, also sehr, sehr praktisch für Reisen oder wenn man mal im Auto oder so unterwegs ist und sich schminken muss. Und dann ganz viele Einkaufstüten. Denn in Paris ist es so, es gibt keine Plastiktüten mehr, sondern nur noch diese Mehrweg Einkaufstüten zu kaufen. Und wenn man jetzt bei jedem Shopping sich so eine Einkaufstüte kaufen muss, dann, ne, die kosten ab 1 Euro. Ist natürlich super für zu Hause, wenn man die noch nicht hat, aber ich habe schon ganz viele. Deswegen nehme ich mir von zu Hause welche mit. Verschiedene Größen, hier auch eine ganz große,
Die packe ich mir dann in den Rucksack und wenn wir dann shoppen gehen, ne, dann kommen da die Einkäufe rein. Weil wie gesagt, irgendwann hat man sehr, sehr viele davon, wenn man so oft ins Disneyland fährt wie ich. Aber wenn ihr jetzt noch nicht so oft da wart, könnt ihr euch natürlich die Taschen kaufen und müsst ihr nicht mitnehmen. Und ich habe immer auch noch gerne so eine kleine zusätzliche Tasche, so in der Hand, um Wasser griffbereit zu haben, um meine Kamera da schnell reinzuschmeißen. Und vielleicht einen Snack oder so. Also vor allem aber für meine Kamera, weil, ja, ich filme dann, ne? Und dann schmeiße ich die gerne in so eine Tasche. Ist natürlich nicht das Beste für eine Kamera, aber ich bin da sehr bequem. Und die ganze Zeit in der Hand halten ist auch unbequem. Wenn ich eine Bauchtasche habe, klemme ich sie mittlerweile so als in die Bauchtasche rein, so in den Gurt. Ja, also Einkaufstaschen. Dann nehme ich meine Nuimos mit. Ich habe Mickey und ich habe Minnie. Verdeckt. Also, die zwei nehme ich auf jeden Fall mit. Es wird ja auch jetzt Nuimos im Park geben. Also es gibt alle Nuimos, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, im Park zu kaufen und auch verschiedene Outfits. Ich habe sie ja schon. Und ihr habt ja eben mein Outfit gesehen zu Cinderella. Und Minnie bekommt natürlich das Outfit an. Das ist nämlich das Cinderella-Outfit. Und dann sind wir im Partnerlook. Also stellt euch die tollen Fotos vor. Genau, und dann hat Mickey hat hier Mad Hatter Outfit an mit so einer Kappe. Da kann man vom Labyrinth schöne Fotos machen. Von Minnie natürlich hier in dem Spirit Jersey. Also da kann man ganz, ganz schöne Fotos machen. Und ich habe noch das Outfit hier von Boobieb für Minnie. Da kann man auch ganz schön in Toy Story Land dann bestimmt einige Fotos machen. Ob ich ihnen jetzt noch ein Outfit kaufen werde vor Ort, weiß ich nicht. Weil, die sind schon sehr teuer. Aber mal gucken, was sie da zur Auswahl haben. Kommen wir zum vierten Outfit, welches ich wahrscheinlich morgens anziehe und dann nachmittags mich nochmal umziehe. Zum fünften Outfit, was gleich kommt. Ja, viertes Outfit ist wieder ein Bound, denn wir wollen Entenhausen bounden mit Brina und Angie und Jessie. Jessie wird Daisy sein und Brina, Angie und ich werden Tick, Trick und Track werden. Und ich bin der Blaue. Ich weiß nicht, welcher von denen Tick, Trick, Track der Blaue ist. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Genau, also ich werde der Blaue sein. Und jetzt habe ich erstmal Schmuck. Und zwar Please Return to Disneyland als Kette und als Armband jeweils. Dann noch normale silberne Ohrringe. Das kann man hier verstauen. Genau, also das ist der Schmuck. Und jetzt habe ich wieder mehrere Optionen, weil ich nicht weiß, wie das Wetter wird. Und was am Ende am besten aussieht. Deswegen, also, das Grundgerüst ist ja weiß. Ne? Die Enden sind ja weiß. Und dann baue ich blaue Details. Also, ich habe erstmal ein weißes Kleid eingepackt. Das ist ein sehr sommerliches weißes Kleid mit, ja, ein sommerliches weißes Kleid. Dann ziehe ich entweder darüber, wenn es kalt ist, diesen blauen Blazer. Der ist von Zara, habe ich mal gekauft. Aber der ist schon relativ dick. Und wenn es, ja, dazu, wenn es warm wird, habe ich auch noch einen, also wenn es etwas wärmer wird, habe ich auch noch einen blauen Cardigan. Der liegt jetzt gerade, ups, nicht bereit. Eine Sekunde, genau. Also wenn es etwas wärmer wird, habe ich hier einen blauen Cardigan. Ihr seht, der ist auch neu, aber der passt ganz zu ganz vielen Bounds. Den habe ich jetzt für 16 Euro bei Zalando bestellt. Also, ne, entweder Kleid, Blazer oder Cardigan. Oder es wird ein weißer Plissé-Rock, wenn es richtig warm wird. Weißer Plissé-Rock mit blauem Top. So. Einfach ein blaues Top, wenn es wirklich sehr, sehr warm werden sollte. Dazu gelbe Schuhe, weil Enten, ne? Und es kommen auch noch gelbe Einwegmasken. Die habe ich noch bestellt bei Amazon. Also passend dazu gibt es noch gelbe Einwegmasken. Und dann ziehe ich, jetzt ist hier mein Gürtel auseinandergefallen, dann ziehe ich als Bauchtasche hier die an. Die ist nämlich blau, ist von der Make-A-Wish-Kollektion. Und dafür brauche ich halt einen Gürtel. Deswegen habe ich jetzt hier noch einen blauen Taillengürtel, den ich dann da durchziehe. Und dann kann man das als Bauchtasche tragen. Und passend dazu die Make-A-Wish-Ohren. Aber Brina hat auch noch eine blaue Schleife für mich. Also entweder werden es die Ohren oder die blaue Schleife, weil ich habe eben erwähnt, Brina
kombiniert nicht gerne Ohren zu Bounce, weil für sie passt es nicht. Ich finde es gar nicht so schlimm. Mal gucken, was ich am Ende anhaben werde. Ihr werdet in den Vlogs sehen, höchstwahrscheinlich, wie wir als Bounding-Trio oder Quattro mit Jessie als Daisy aussehen werden. Aber da ich noch ein weiteres cooles Outfit habe, möchte ich mich dann an dem Tag umziehen. Und zwar in folgendes Outfit. Jetzt muss ich erstmal wieder alles hier vom Boden kratzen. Also, dann dieser Rock von EMP. Nun, passend dazu die Tasche. Die gab es mal bei Shop Disney, die ist von Loungefly. Dann Masken. Rosa Blümchenmasken. Dann konnte ich mich wieder nicht entscheiden, entweder die Ohren oder die Ohren. Obwohl ich glaube, ich tendiere eher zu denen, weil die haben auch so schöne Blümchen. Und als Oberteil, jetzt muss ich es erstmal drehen, weil ich es eben erst anprobiert habe. Humpty-dumpty-tum. Passend zu dem Rock das T-Shirt. Das habe ich auch noch nicht im Haul gezeigt, weil das erst wirklich neu ist, bestellt wurde. Passend zum Rock für Disneyland. Schmuck habe ich hier so pastellfarbene Ohrringe und Armbändchen, seht ihr dann im Vlog. Und dann drüber einen rosa Cardigan, falls es kalt sein sollte. Falls es nicht kalt sein sollte, lasse ich den dann im Hotel. Das waren meine ganzen Outfits, die ich geplant habe. Ihr könnt gerne unten kommentieren, was euch am besten gefällt. Aber das Video ist noch nicht zu Ende. Nein, ich nehme natürlich noch mehr mit. Zahnbürste. Dann einen kleinen Spiegel. Und wir sind ja 4 Mädels in einem Hotelzimmer. Und da wird es wahrscheinlich nicht genügend Spiegel geben. Deswegen habe ich jetzt hier so, der leuchtet auch, aber gerade ist die Batterie sehr schwach. Genau, den nehme ich mit. Dann kann ich mich nämlich überall schminken. Den kann man auch aufstellen. Habe ich auch mal bei Amazon gekauft. Ganz praktisch. Dann, die muss immer mit. Ja, ich bin fast 30, aber ich schlafe immer noch mit Kuscheltier. Ich brauche ein Kuscheltier für unterwegs, deswegen die Mini, die ist ganz schön flach und kann man gut so zusammenquetschen. Dann Ladekabel für meine Kamera-Akkus. Habe ich hier so einen zweifachen Akku und dann hier so eins. Das ist ganz praktisch, wenn man mit so vielen Leuten in einem Zimmer ist. Für ganz viele USB, also so ein USB-Hub. Für ganz, ganz viele Kabel, dann streitet man sich nämlich nicht um die Steckdosen. Sehr praktisch, auch wenn man, also man weiß ja nicht, wie viele Steckdosen man vor Ort haben wird, deswegen empfehle ich jedem so einen USB-Hub. Habe ich auch bei Amazon bestellt, kann ich euch alles mal unten in die Infobox packen. Wenn es euch interessiert und ihr noch sowas braucht, dann machen wir weiter mit sonstigem Kosmetikkram. Eine Bodylotion habe ich mitgenommen. Denn wenn ich keine Strumpfhosen trage, also ich habe auch Strumpfhosen dabei, könnte ich mal zeigen. Ich habe jetzt hier von Kunat hier so eine, die heißt Chinchillern. Die, wenn man ein Loch reinkriegt, entsteht keine Laufmasche angeblich. Aber ich mag auch sehr gerne die von Calcedonia. Das sind so die Strümpfe, die ich nutze. Aber wenn es zu warm wird, ziehe ich die aus und dann creme ich mir gerne die Beine ein, weil dann sehen die Beine nämlich etwas schöner aus. Ja, dann habe ich hier so ein Täschchen mit ganz viel Haarzeug, Haarspangen, Haargummis, was man so braucht für Frisuren. Natürlich dann meine beiden Handys, die Kamera, mit der ich gerade filme, plus nehme ich noch die Osmo 2 mit als Backup. Ja, ansonsten habe ich hier noch Schmerzmittel, man weiß ja nie, ne? Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Ibuprofen, hilft immer. Dann ein Nasenspray, das habe ich von letztem Jahr mir noch gemerkt. Und zwar, als ich da eine Woche war, hatte ich immer eine verstopfte Nase. Gerade eben in der Apotheke meinte er, ja, da müssen Sie mehr trinken. Ja, ich weiß. Das ist auch das Problem, wenn man den ganzen Tag Maske trägt, man trinkt viel zu wenig. Also denkt immer dran zu trinken. Aber ich habe mir jetzt Kindernasenspray geholt. Das reizt nämlich nicht so die Nasenschleimhaut. Aber ja, hilft trotzdem, dass die Nase frei wird. Deswegen Kindernasenspray. Ich bin ja nicht erkältet. Dann ganz viel für Herpes. Also Pflaster und Creme und so, weil
Ich bin sehr anfällig für Herpes, vor allem wenn ich irgendwo unterwegs bin, warum auch immer. Und die meisten Sachen, die ich jetzt von den Sachen, Kosmetiksachen hier vorstelle und zeige, nehme ich auch schon mit nach Griechenland, weil ich bin ja dann darauf die Woche in Griechenland. Und damit ich jetzt hier nicht mehr so viel umpacken muss, ja, kommt das jetzt auch schon mit. Und Herpeszeug brauche ich immer. Dann, das ist mein Kosmetikbeutel. Also es kommt ein Schminkbeutel und dann hier mein Kosmetikbeutel. Zeige ich euch gerne einmal meine liebsten Wimpern. Kann ich euch auch gerne unten in die Infobox packen. Von Amazon sind die. Ich liebe die. Das ist die Nummer... Das ist Harley. Genau, wie gesagt, ich packe euch den Link unten in die Infobox. Sehen sehr natürlich aus. Ich liebe sie. Und dazu, ihr müsst Kleber dazu kaufen, benutze ich den Duo-Kleber in Grün. Denn normale Wimpernkleber sind ja in so einer Tube. Das finde ich ja ganz schrecklich, weil da so viel rauskommt. Der hier hat so einen schönen dünnen Pinsel. Und damit braucht man gar nicht viel Kleber. Also ich habe noch über die Hälfte und nutze den, glaube ich, schon seit 2 Jahren oder so. Also, ne? Sieht man das? So. Genau. Also den kann ich euch auch unten in die Infobox packen, den Kleber mit den Wimpern. Halten alles. Also G-Force im Holiday Park, Taron im Phantasialand. Der Kleber mit diesen Wimpern. Alles hält. Und ist super einfach zum Auftragen. Dann, was habe ich noch drin? Abschminktücher von Balea. Ich nutze zu Hause normal immer gerne Wattepad und was Flüssiges, aber für unterwegs habe ich gerne die Tücher. Dann habe ich noch ein paar Augenpads, wenn es mal länger gehen sollte. Und schon für den Griechenlandurlaub eine Intensivmaske für Aftersun. Also wie gesagt, ich fahre ja direkt danach nach Griechenland und wollte jetzt hier nicht mehr groß umpacken. Ein Schuhlöffel. Dann eine Schwamm zum Duschen, Duschschaum, also ich nutze gern so kleine Sachen für unterwegs. Was habe ich hier noch? Gesichtsreinigung, das muss ich mal hier ablegen, es wird zu viel. Ja, dann mein Tangle-Teaser, ohne den kann ich auch nicht mehr reisen. Bei nassen Haaren ist das die Rettung, eine Tagescreme. Mit Lichtschutzfaktor, denn ne, wir fahren ja bekanntlich im Sommer. Dann die zwei stehen stellvertretend für meine Tageskontaktlinsen. Die muss ich auch noch einpacken, aber wie gesagt, stellvertretend für meine Kontaktlinsen. Ich trage ja im Park immer gerne Sonnenbrille und Kontaktlinsen. Dann meine liebste Spülung von Elvital, nutze ich schon seit 2 Jahren. Dream Length, super gut. Dann Shampoo muss ich leider Head & Shoulders benutzen, weil ich zur trockener, juckender und dann auch schuppiger Kopfhaut neige. Deswegen Head & Shoulders. Ich weiß gar nicht, ob das alles interessiert. Eine Augencreme, der Summer Saver, der war jetzt vor kurzem bei der Höhle der Löwen. Das ist, wenn man im Sommer... Die Frauen werden es kennen, die etwas dickere Oberschenkel haben. Ich zähle auch schon dazu. Und man läuft und man schwitzt und ist am Strand oder ne, dann reibt es zwischen den Oberschenkeln, zwischen den Beinen. Und das hier soll helfen. Das ist der Summer Saver. Ich habe es einmal getestet, ich finde es super. Und deswegen wird es jetzt mitkommen in den Urlaub und auch nach Disneyland. Und ich sehe gerade, DHL kommt. Ich kriege gleich ein Paket. Aber ich zeige euch noch Trockenshampoo, habe ich auch immer dabei. So, die halber da, weiter geht's. Eine Fußcreme, ich habe nämlich sehr trockene Füße. Hier habe ich, glaube ich, noch eine Gesichtsmaske. Teebaumöl, hilft auch super bei Herpes. Trocknet den gut aus. Zahnpasta, noch ein Duschgel. Das Haaröl für nasses Haar, ich liebe das, gibt es bei DM. Ist perfekt für Reisegrößen und macht das Haar sehr geschmeidig. Und dann ganz viele Parfumpröbchen, die ich immer so bei Douglas oder so bekomme. Denn ich nehme ungern große Parfums mit. Die sind ja auch schwer. Wenn ich jetzt fliege, ne, kommt es auch auf das Gewicht an. Und deswegen nehme ich immer so kleine Parfumpröbchen mit. Muss ich das gleich alles wieder einräumen. Heiliger Bimbam. Ja. Das habe ich euch gezeigt. Das, dann nehme ich noch ein paar Ohren mit für Fotos.
wahrscheinlich hier die Ohren, die Big Thunder Mountain Main Attraction Ohren. Die weiß ich noch nicht, oder ob ich die direkt in den Griechenland-Koffer packe. Und noch hier die Ohren. Ja, wie gesagt, die werden nur für Fotos genutzt, irgendwo vorzuhalten, ne? Ihr kennt ja meine Fotos. Und dann kommen wir zum Rucksack, den ich immer dabei habe, zusätzlich. Denn, ja, ich habe ja, viele sagen, ich bin wie Mary Poppins oder mein Rucksack ist wie Mary Poppins. Man greift rein und man weiß nicht, was man rausbekommt. Und es ist immer so viel dabei, dass ich bin ja auch für jede Eventualität gewappnet. Ne? Deswegen einmal hier diesen Rucksack mit das Wichtigste daran, ein Ohrenhalter. Ja, ich liebe es, da kann man dann Ohren dranhängen. Brauchen wir dann hier noch ein paar Ohren, um euch zu demonstrieren, die neu auf meinem Kanal sind und das noch nicht so kennen. Klippt man das da so dran und dann hängen da die Ohren dran und man verliert sie nicht. Sehr, sehr praktisch. Was ich noch hier dran habe, ist Desinfektionsmittel, mein Button, dass man mich von hinten erkennt. Und ja, was habe ich hier drin? Ich habe kleine Geldbeutel eingepackt, weil ich mag keine großen Geldbeutel und ich habe gern eins für Karten und eins für Bargeld, deswegen zwei Stück. Und klein, damit sie auch in jede Bauchtasche oder in jede Umhängetasche passen. Dann Blasenpflaster. Ganz, ganz wichtig. Man weiß nie, wer wann wo Blasen bekommt. Dann eine Sonnenbrille. Einen Föhn. Föhn. Einen Ventilator. Den habe ich letztes Jahr in Zürich gekauft. Achso, jetzt leuchtet er. Moment. So. Hat drei Stufen. Und es soll ja warm werden. Deswegen mein Minimaus-Föhn. Dann das Luftblasen-Mach-Ding. Wir wollen nämlich Fotos machen mit Luftblasen und ja, das ist immer ganz schön. Was habe ich noch hier drin? Ich muss schon wieder ablegen. Oh Gott. Ich muss das Chaos gleich erstmal bereinigen. Ich kann gleich ja den Koffer wieder ordentlich packen. So, was habe ich noch dabei? Noch einen Fächer, falls der Ventilator versagt. Unter der Maske kann es ja warm werden. Wichtigste im Sommer, Sonnencreme. Ja, ganz, ganz wichtig. Wenn wir vor allem 4 Tage da sind, wollen wir keinen Sonnenbrand oder einen Sonnenstich. Dann Puder und einen Pinsel fürs Abpudern. Ich werde keinen Lippenstift mitnehmen, weil ich den ganzen Tag ja eine Maske tragen werde. Eher so Lipbalsam. Aber abpudern, so die Stirn oder so, mache ich schon ganz gerne. Deswegen, meine Freundin hat mir hier so Puder geschenkt und passend dazu hier so ein Pinsel in so einem Beutelchen. Sehr praktisch für unterwegs, deswegen kommen die zwei noch mit. Und dann ich muss hier so Bonbons, ist egal, Tic-Tac, Emoikal, irgendwas hat man immer dabei. Und dann habe ich hier meine Kosmetiktäschchen für meine Kameras. Also hier habe ich komplett meine Osmo Pockets, heißt die Osmo Pocket 2, glaube ich. Oder DJI Pocket 2. Ich weiß nicht, dieses eine Wort, da haben sie rausgestrichen aus der neuen. Ja, hier ist alles dazu drin. Ich werde sie auch mal testen, aber ich werde sie hauptsächlich eher auf Griechen oder auf Kos verwenden. Aber ich werde sie das eine oder andere Mal auch mal in Disneyland austesten. Und da ist alles für meine andere Kamera, mit der ich da filme, drin. Also, Akkus. Hier habe ich noch mein Kopfhörer fürs Tablet, wenn ich auf dem Tablet mein Video bearbeite, damit es direkt mittags für euch online ist. Hier habe ich noch so ein Zipfel, um die SD-Karte dann immer aus dem Tablet zu holen. 2 Akkus, Kamerareiniger, alles Mögliche. Noch ein Stift, SD-Karten, das, was man alles so braucht für die Kamera. Ja, ansonsten habe ich hier vorne noch so, was eigentlich jede Frau in der Handtasche hat. Ganz wichtig, Taschentücher. Meine Nase läuft irgendwie immer unter der Maske. Noch ein Deo, noch eine Handcreme, für das, weil man sich ja so oft die Hände desinfiziert. Im Park hat man sehr oft trockene Hände und ich habe immer noch so hier so eine Bürste dabei, damit man sich unterwegs die Haare mal bürsten kann nach einer Big Thunder Mountain, nach einem Big Thunder Mountain Ride oder so. Genau, und dann habe ich hier noch eine Sonnencreme, noch eine kleinere 50er dabei. Ja, das ist so in meinem Rucksack. Was ich dann noch so drin habe, ist natürlich Essen. Ich habe immer ganz, ganz viel Essen dabei. Wo ist mein Handy eigentlich? Ich wollte euch noch vorlesen. Ah, da, was ich noch nicht drin habe. Genau, also ich habe in meinem Rucksack noch Getränke, Essen. Ich glaube, das war's. Also ich nehme aber sehr, sehr viel zu snacken mit, weil ich jemand bin, der ungern ganz viel Geld im Disneyland ausgibt fürs Essen. Deswegen habe ich mal ganz, ganz viel dabei. Sowas wie
Chips, Laugensnacks, Bananen, Äpfel, Nüsse, also alles, was nicht schlecht wird, könnt ihr euch einfach in den Rucksack packen. Getränke habe ich mal eine Flasche Wasser, eine Apfelschorle, weil ich gerne mal was Süßes trinke, wenn es so warm ist. Capri-Sonne, ja, wir kaufen aber Wasser in Frankreich. Wir sind ja mit dem Auto da, damit wir das Pfand, also da ist ja kein Pfand, da können wir die Flaschen nämlich direkt wegschmeißen. Ja, was ich noch auf meiner Liste habe, was hier nicht lag, weil ich es noch jeden Tag benutze, Snacks. Impfpass muss ich mitnehmen, das ist jetzt der tägliche Begleiter, der Impfpass. Dann mein Tablet zum Schneiden eurer Videos, damit ihr auch ihr direkt bekommt. Den Föhn, meine Haarbürste, wie gesagt Schminke, meine Jahreskarte muss ich noch einpacken. Noch mehr Ladekabel, also für Handys und so muss ich noch einpacken. Also die ganzen USB-Kabel und meinen Strumpfhosenhalter. Das ist so ein, naja, man kann nicht sagen so ein Schlankheitshöschen, aber es ist halt so ein Höschen, was ich über die Strumpfhose anziehe, wenn ich eine anhabe, damit sie nicht rutscht. Ich hasse das, wenn Strumpfhosen rutschen. Deswegen trage ich immer so ein hautfarbenes Höschen über den Strumpfen. Ich weiß, im Sommer kann es sehr warm werden, aber wenn es richtig warm ist, ziehe ich ja keine Strumpfhose an. Da brauche ich aber dann den Summer Saver für meine zwischen die Beine, dass es nicht reibt. Frauen haben so viele Probleme. Was wir alles denken müssen, ne? Naja, auf jeden Fall, genau, der Strumpfhosenhalter, der ist aber noch in der Wäsche. Deswegen muss ich ihn auch noch einpacken. Ansonsten habt ihr alles gesehen, was ich so für 4 Tage, na gut, es sind 5 Tage, wir fahren ja Montag hin, am Freitag zurück, aber am Dienstag geht es in den Park, was ich alles so mitnehme für nur 4 Tage Disneyland. Aber es werden ganz besondere Tage. Ihr werdet es in den Vlogs sehen, wir werden so viel Spaß haben. Es gibt so viele Neuerungen. Ich habe heute gelesen, über 60 Selfie-Spots. Woo! Das ist der Wahnsinn. Also ich bin sehr begeistert. Irgendwie wird meine Kamera jetzt dunkler. Oh, ich glaube, sie überhitzt. Naja, dann beenden wir jetzt mal schnell das Video, bevor meine Kamera ausgeht und es zu warm wird für sie. Also, wir sehen uns im Disneyland in den nächsten Tagen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es mir gern unter dieses Video oder unter die nächsten Vlogs. Schreibt mir gerne, was ihr sehen wollt aus dem Disneyland oder eure Meinung oder so etc. pp. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ja, ich würde mich über ein Like freuen und ein Abonnement und dann sehen wir uns die Tage.